Yokoso und willkommen. Wir waren vorhin bei einem asiatischen Lebensmittelladen, einem der größten in Köln. Und ich zeige euch jetzt mal ein bisschen, was wir so besorgt haben. Und kleiner Disclaimer, es sieht jetzt so aus, wegen diesem Einkauf, als würde ich nur Müll essen. Das ist aber nicht so, okay? Glaubt mir das bitte. Es ist nicht immer so, dass der Einkauf so aussieht, wie er jetzt aussieht, okay? Denn in einem asiatischen Laden ist immer das Erste, was ich suche oder das Erste, was ich mir kaufen möchte, Pokésticks. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das sind so Cracker, die immer eine Ummantlung haben. Meistens Schokolade oder hier so eine Oreo-Ummantlung. Und man kann sagen, dass wir davon einige gekauft haben. Es wäre ja an sich gar nicht so schlimm, wenn das der einzige Süßkram wäre. Allerdings sind dazu noch Pandas und Koalas gekommen. Einige mit Erdbeerfüllung und andere mit so einer Milchcreme-Füllung. Sesam-Mochis ohne Füllung. Cracker, von denen ich keine Ahnung habe, was sie eigentlich genau sind. Es sollen irgendwie so Chili-Cracker sein. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Natürlich sind ein paar Instant-Rahmen für nächtliche Schnittarbeiten auch im Einkaufswagen gelandet. Und wenn selbst das zu anstrengend ist, gibt es sogar Instant-Nudeln im Becher. Das heißt, da kommt einfach nur Wasser drauf und dann sind die fertig. Man muss sich noch nicht mal Geschirr aus dem Schrank holen. Um jetzt aber nicht nur mit Müll abzuschließen, gibt es noch zwei weitere Sachen, die ich euch zeigen möchte. Und zwar einmal Satay-Soße. Das ist eine Kokosnussmilch. Erdnusssoße passt sehr gut zu Hühnchen, aber ich esse das zum Beispiel auch mega gerne zu Nudeln. Ich weiß nicht, ob das komisch ist oder ob ich dadurch als pervers durchgehe, aber sehr, sehr gut. Kann ich nur jedem empfehlen, das zumindest einmal zu probieren. Es sei denn, ihr habt eine Erdnussallergie, dann probiert es natürlich nicht. Zu guter Letzt, was niemals in einem guten Asia-Shop fehlen darf, Sriracha-Soße. Und zwar irgendeine Art davon. Ich liebe Sriracha-Soßen. Ich habe mega viele zu Hause eigentlich immer. Und die kenne ich noch gar nicht. Das ist Hot Chili Sauce in Thai-Version mit gelbem Chili. Keine Ahnung, ob das gut ist. Dieser Einkauf beim Asiamarkt sollte aber heute natürlich nicht das Highlight des Vlogs sein, denn ich zeige euch heute, wo ich Japanisch lerne, also wo ich meine Japanisch-Unterrichtsstunden nehme. Und das ist das JKI in Köln. JKI steht für Japanisches Kulturinstitut und das befindet sich hier in Köln. Hier lerne ich im Sprachkurs mein Japanisch, aber das Institut hat durchaus noch mehr zu bieten. Neben der Vermittlung der Sprache steht vor allen Dingen die Vermittlung der japanischen Kultur im Fokus. Es gibt zigtausend Veranstaltungen und Ausstellungen und die sind meistens alle komplett kostenlos. Und nach allem, was ich dort erlebt habe, bin ich mittlerweile der festen Überzeugung, dass es unmöglich ist, Japanisch ordentlich unabhängig von der Kultur zu lernen. Zu guter Letzt, und ich glaube, das ist ein sehr interessanter Fakt, gibt es dort noch eine kostenlose japanische Bibliothek, die wirklich für jeden zugänglich ist. Also man muss nicht irgendwie einen Sprachkurs oder ähnliches dort belegt haben. Jeder kann da einfach hingehen und dort gibt es zum Beispiel Mangas auf Deutsch und Japanisch zum Ausleihen. Falls das jetzt irgendwie euer Interesse geweckt hat, und nein, ich werde irgendwie nicht dafür bezahlt oder so, sondern ich habe einfach sehr gute Erfahrungen damit gemacht, habe ich einfach mal den Link zur Website vom JKI unten in die Videobeschreibung gepackt. Da könnt ihr euch dann selber austoben. Und jetzt kommen wir zu dem japanischen Wort für heute. Ich freue mich übrigens sehr, dass das so gut bei euch angekommen ist. Das Wort für heute lautet Okashi und das bedeutet Süßigkeit. Beziehungsweise kann es auch Süßigkeiten bedeuten, denn im Japanischen gibt es kein Plural.